Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns immer montags, mittwochs, freitags und sonntags, um aus dem wichtigsten Buch in der Krishna-Bhakti-Tradition zu lesen, es gemeinsam Vers für Vers zu studieren, systematisch mit einer Methode. Und hier im Hintergrund seht ihr auch den Kernteil dieses Buches. Das ist das Gespräch zwischen, lass mich mal schauen, zwischen König Parikshit, dessen Geburt wir hier gerade in diesem Kapitel mitverfolgen, und seinem Lehrmeister Shukadeva Goswami, die vor ungefähr 5000 Jahren dieses heilige Gespräch, das 7 Tage gedauert hat, geführt haben. Und ja, da sind wir schon sehr gespannt, wie es heute weitergeht. Und heute machen wir es wieder so. Da gibt es die sogenannte MTB-Nektar-Hummel-Gruppe, die sich immer montags trifft, auch hier auf Zoom. Man kann auch dort live mit dabei sein. Und den Vers, den wir heute besprechen, den nehmen Sie sich schon mal unter die Lupe. Und heute wollen wir dann noch mal genauer schauen, was da für uns an Wichtigkeit dabei ist. Wir wollen heute auch mit dem Ram Gopal Prabhu über den Vers Bhagavad Gita, das ist unser zweites wichtigstes Buch, über den Bhagavad Gita Vers 4.11 sprechen. Und ich glaube, da werden wir schon einiges gemeinsam zu entdecken haben. Und ja, Ram Gopal Prabhu, ich blende dich mal hier mit ein. Hare Krishna, wo bist du denn? Da ist unser lieber Ram Gopal Prabhu, Hare Krishna. Und ja, Ram Gopal, magst du vielleicht die glückverheißenden Mantras heute mit mir mitchanten? Die werden gleich eingeblendet. Ich würde dann das Deutsche übernehmen. Om Adhyana Timirandasya Jananyana Shalakaya Chachon Militan Yena Tasmai Shigurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udirayet. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, das das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Naranarayan Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nastapaishavatresu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhakti bhavati naistike. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit tranzenden Talenliedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gaura Bhaktavrinda.
Und schaltet alle gerne eure Mikrofone einmal ein. Wir chanten gemeinsam den Hare Krishna Maha Mantra. 3, 2, 1. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare. Und wir schauen uns direkt den heutigen Vers an. Wir sind im 12. Kapitel des ersten Kantos. Greift euch das Buch aus dem Regal heraus, wenn ihr eins habt, oder verfolgt den Text hier auf dem Bildschirm. Und wir haben heute den Vers 29. Und ich chante mal das Sanskrit. Iti ragya upadishya viprajata kakovidaha labdha pachitaya sarve pratijagmu svakan grihan. Und die Wort-für-Wort-Übersetzung. Iti so ragnye dem König upadishya geraten vipra Menschen, die in den Veden wohlbewandert sind. Jataka. Menschen, Kovita. Die... Entschuldigung. Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Das geht noch weiter. Jataka Kovida. Menschen, die in der Astrologie und der Durchführung von Geburtszeremonien kundig sind. Labda Apachitaya. Diejenigen, die reichliches Entgelt empfangen hatten. Also, wer weiß, vielleicht die Apachen waren vielleicht die Indianer, die ordentlich Felle für ihre Bisons bekommen haben. Wer weiß? Sarve. Sie alle. Prati Jagmuhu. Begaben sich zurück. Svakan. Ihre eigenen. Grihan. Häuser. Übersetzung. So unterrichteten die Brahmanas, die im astrologischen Wissen und in der Durchführung von Geburtszeremonien erfahren waren, König Yudhishthira über die Zukunft des Kindes und kehrten dann reich belohnt heim. Erläuterung. Die Veden sind der Sprecher des Wissens, des Materiellen. Entschuldigung, der Speicher. Was? Habe ich Sprecher? Ich hatte, glaube ich, Sprecher gehört. Ja. Aber vielleicht habe ich mich auch verhört. Sprecher, Entschuldigung. Okay. Die Veden sind der Speicher des Wissens, des Materiellen wie des Spirituellen. Solches Wissen hat jedoch die Vervollkommnung der Selbstverwirklichung zum Ziel. Die Veden geben also mit anderen Worten dem zivilisierten Menschen in jeder Hinsicht Richtlinien. Das menschliche Leben bietet die Gelegenheit, von allen materiellen Leiden frei zu werden. Und daher gibt es uns das Wissen der Veden, sowohl im Hinblick auf materielle Bedürfnisse als auch hinsichtlich spiritueller Erlösung geeignete Richtlinien. Es gab eine bestimmte Gruppe intelligenter Menschen, die sich eigens dem Studium der Veden widmeten. Sie wurden Vipra, die im vedischen Wissen Bewanderten, bezeichnet. Die Veden enthalten vielerlei Wissenszweige, von denen Astrologie und Pathologie für den gewöhnlichen Menschen wichtig und unentbehrlich sind. Die intelligenten Menschen, die allgemein als Brahmanas bezeichnet werden, befassten sich daher mit den verschiedenen Zweigen des vedischen Wissens, um die Gesellschaft leiten zu können. Selbst mit der militärischen Ausbildung Danu Veda befassten sich diese intelligenten Menschen und auch die Vipras waren Lehrer dieses Wissensbereiches, wie das Beispiel Dronacharyas und Krishnacharyas zeigt. Okay, Kripacharya. Ja, okay. Kripacharya. Okay. Das Wort Vipra, das in diesem Vers gebraucht wird, ist bedeutsam. Es besteht ein geringer Unterschied zwischen den Vipras und den Brahmanas. Die Vipras sind diejenigen, die erfahrene Kenner des Karma Kanda, der fruchtbringenden Tätigkeiten sind.
und die die Gesellschaft zur Erfüllung der materiellen Lebensbedürfnisse führen, wohingegen die Brahmanas sich im spirituellen Wissen über die Transzendenz auskennen. Dieser Bereich wird als Jnana Kanda bezeichnet. Und über diesem steht der Upasana Kanda. Den Höhepunkt des Upasana Kanda bildet hingebungsvoller Dienst für Sri Vishnu. Und wenn die Brahmanas die Vollkommenheit erreichen, nennt man sie Vaishnavas oder geweihte Vishnus. Die Verehrung Vishnus ist die höchste Form der Verehrung. Fortgeschrittene Brahmanas sind Vaishnavas, die sich dem transzendentalen, liebevollen Dienst des Herrn widmen. Und daher ist das Srimad Bhagavatam, das die Wissenschaft vom hingebungsvollen Dienst ist, den Vaishnavas sehr lieb. Und wie zu Beginn des Srimad Bhagavatam erklärt wird, ist es die reife Frucht am Baum des vedischen Wissens. Und seine erhabene Thematik übersteigt die drei Khandas des Karma, Jnana und Upasana. Unter den Kennern des Karma Kanda waren die Jataka-Kundigen, Vipras, gute Astrologen, die die Zukunft eines Neugeborenen bereits anhand der Berechnungen der Gestirne zum Zeitpunkt der Geburt, Lagna, voraussagen konnten. Solch sachkundige Jataka-Vipras waren bei Maharaj Parikshits Geburt zugegen und sein Großvater, Maharaj Rishira, belohnte die Vipras mit viel Geld, Land, Dörfern, Getreide und anderen wertvollen Lebensnotwendigkeiten, zu denen auch Kühe gehören. Die Gesellschaft braucht solche Vipras und der Staat hat die Pflicht, sie angemessen zu unterhalten, so wie es die Veden vorsehen. Da der damalige Staat für solch erfahrene Vipras ausreichend Sorge trug, konnten sie der Allgemeinheit kostenfrei Dienste leisten. Und so stand dieser Bereich vedischen Wissens allen zur Verfügung. Okay, lass uns nochmal den Vers auf Deutsch hören. So unterrichteten die Brahmanas, die im astrologischen Wissen und in der Durchführung von Geburtszeremonien erfahren waren, König Yudhishthira über die Zukunft des Kindes und kehrten dann reich belohnt heim. Okay. Vielen Dank. Ja, und wir haben heute die Saraswati, die uns da ein bisschen mal erzählt, was ihr da besprochen habt. Der erste Punkt, der besprochen wurde, ist, vedische Astrologie kann hilfreich sein, die materielle Bedingtheit klar zu erkennen, damit die Berufung und das Varna realisiert werden kann. Dazu sind aber qualifizierte Astrologen nötig, von denen es weltweit leider nur noch wenige gibt. Eine solche Analyse hilft der verkörperten Seele. Ich rede da mal ganz, ganz liebevoll rein. Also, das ist auch etwas, was ich durch meinen Beruf auch immer wieder sehe. Ich habe mit Kindern zu tun in der Grundschule und man kann eigentlich, wenn man den richtigen Blick hat, schon ziemlich früh erkennen, in welche Richtung solche Kinder und dann größer werdende Menschen, wo sie eigentlich hingehen, was sie gerne machen. Ich gebe euch kurz ein Beispiel. Da gab es einen Jungen, der mochte nicht gerne lesen und er mochte nicht gerne so wie man das von Kindern oft sieht. Er mochte nicht so gerne lernen. Aber wenn irgendetwas kaputt war, dann ist er sofort zum Hausmeister gelaufen, wusste auch genau, welches Werkzeug er braucht und hat mit einer Geschicklichkeit zum Beispiel eine Glühbirne gewechselt, was mit 7 Jahren schon gar nicht so einfach ist. Da hatten die anderen Kinder keine Ahnung. Und selbst die Lehrerin wusste das nicht. Das waren so bestimmte Birnen. Und die Lehrerin sagte dann zu mir, das Doofe ist, sie würde ihnen dafür gerne eine 1 geben für all diese Sachen, aber im Zeugnis ist das alles nicht vorgesehen. Und so hatte er dann immer ein ungünstiges Zeugnis. Und dachte auch, irgendwas würde mit ihm nicht stimmen. Aber wir haben eigentlich gesehen, der ist eigentlich sehr begabt und talentiert. Aber
unser System kann ihn schon in diesen jungen Jahren kaum richtig fördern und das auch nicht genügend anerkennen. Und was du eben da vorgelesen hast, Saraswati, ist, dass die Brahmanas, die waren sogar schon bei der Geburt, wie wir hier sehen, schon sehr aufmerksam und konnten anhand von astrologischen Berechnungen schon erkennen, in welche Richtung das bei diesem werdenden Menschen alles hingeht. Vielen Dank. Eine solche Analyse, wird da weiter gesagt, hilft der verkörpernden Seele, seine Talente, wie du das ja auch jetzt erwähnt hast, zu erkennen und in ihren Neigungen von einem qualifizierten Lehrer dementsprechend dann gefördert zu werden. Heutzutage ist es leider oft der Fall, dass die Lehrer, die Eltern, die eigenen Wünsche auf das Kind projizieren und nicht darauf achten, was wirklich für das Kind gemäß seinen Anlagen wünschenswert ist. Ja, das kann ich auch bestätigen, dass die Eltern manchmal wollen, dass ihre Kinder Rechtsanwälte werden. Und dann stellt sich heraus, der möchte viel lieber Schauspieler sein. Ja, das ist, also gute Eltern, denke ich, die sollten in erster Linie schauen, was kann das Kind wirklich, ganz realistisch, und ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen, die sollten erst an Platz Nummer 2 kommen. Und am Ende muss der Mensch ja auch zufrieden und glücklich sein mit seinen Tätigkeiten. Was nützt es, wenn jemand, das ist auch schon vorgekommen, dann wird mit Gewalt wird er dann zum Rechtsanwalt, aber sein ganzes Leben lang ist er unglücklich in seinem Beruf. Es wurde auch vermerkt, es ist ein Trend zu beobachten, Menschen mit jahrzehntelanger Berufserfahrung wieder einzusetzen, um so dem Ghetto-Dasein von den alten Menschen entgegenzuwirken. Es wurde noch erwähnt, dass die Strukturen der heutigen Gesellschaft darauf auslaufen, die Sinnenbefriedigung zu kultivieren. Dadurch wird das Individuum manipuliert, indem es denkt, die eigenen Sinne zu befriedigen sei der wahre Sinn des Lebens. Es wurde auch gesagt, dass die heutigen Extremsituationen, die wir jetzt haben, einen Wandel herbeiführen können, den Ursprung wieder zu erkennen, also Selbsterkenntnis, Gotteserkenntnis oder auch die Quelle erkennen. Also ihr seid der Meinung, die im Moment sehr schwierigen Verhältnisse, die wir ja jetzt zunehmend vorfinden, die können den Menschen insgesamt vielleicht helfen, mal so innezuhalten und sich die Frage zu stellen, was machen wir hier eigentlich? Ist das wirklich das Ziel des Lebens? Habe ich das so richtig verstanden? Ja, so habe ich das auch verstanden. So wurde das geäußert. Ja, genau. Die Seele will genießen, wurde auch gesagt. Wenn sie nicht spirituell genießen kann, dann sucht sie ihr Glück in der Materie, der niederen Natur Gottes, und verstrickt sich so immer tiefer in das Gesetz der Aktion und Reaktion. Es wurden die heutigen Wirtschaftsberater erwähnt, die die Macht des goldenen Kalbes unterstützen. Im Christlichen wird gesagt, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Die heutige also zur gleichen Wirtschaft, Zeit, ne? Ja. Die heutige Wirtschaft wird mit dem goldenen Kalb von heute verglichen. Okay. Gemäß vedischer Kultur müssen Weise ihren Platz haben, wurde gesagt, und geschützt werden. Gottesbewusstsein muss wieder kultiviert werden in unserer Gesellschaft. Das wurde auch gesagt. Selbst die Kirche, wurde erwähnt, wird auch schon vom goldenen Kalb beeinflusst. Okay. Es wurde auch erwähnt, wie wichtig es ist, spirituelles Wissen zu kultivieren. Es wiederholt sich wieder. Heute werden die Menschen dazu erzogen, dass Geld verdienen das einzige Ziel ist. Folge ist Kampf, Neid. Selbst reiche Menschen sind nicht glücklich, wurde gesagt. Bob Marley sagte mal, manche Leute sind so arm, alles, was sie haben, ist Geld. Ja, das ist ein guter Spruch.
Es wurde auch erwähnt, dass es heute üblich ist, alles auf Kredit zu kaufen. Haus, Auto, selbst die Ferien werden auf Kredit finanziert. Der Fokus liegt auf Konsum und Sinnenbefriedigung. Doch es wurde auch erwähnt, dass Minimalismus ein Trend ist. Also wir kennen auch die Tiny-Häuser, die Menschen. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die tatsächlich sich auf das Minimum reduzieren und die das quasi zur Kultur machen. Es fehlt jedoch die Beziehung zu Gott. Das war auch ein Punkt. Negativität, ja, Entschuldigung. Genau. Ja. Also das sieht man bei manchen Leuten. Da ist denn der Minimalismus, ist das Ziel. Und ja, Schiller Braupert sagte, unsere Philosophie ist einfach leben und hoch denken. Das heißt, der Minimalismus sollte dazu führen, dass wir uns frei machen von allen unnötigen Gedöns, sagt man bei uns in Norddeutschland. Ich weiß nicht, wie das in Süddeutschland oder in der Schweiz ist. Und so durch diese Klarheit, man hat wirklich nur das, was man wirklich braucht, durch dieses klare Leben, durch diese Übersicht, die man dann bekommt, dass man dadurch dann besser in der Lage ist, geistig mit sich mit transzendentalen Themen zu beschäftigen. Ja, das wurde immer wieder erwähnt, ja, auch. Hm. Ja. Es wurde immer wieder erwähnt am Montag wirklich, wie wichtig es doch gerade ist in der heutigen Zeit Aufklärung und Verbreitung des Krishna-Bewusstseins in diesem Sinne zu wirken. Ja. Ja. Gottesbewusste Menschen erkennen sich im Gottesbewusstsein, wurde auch noch gesagt, die Konfession fällt dann weg, so wie der Materialist den Materialisten erkennt und oder anzieht. So erkennen sich gottesbewusste Menschen an ihrem Bewusstsein und nicht an äußeren Konzepten wie Rasse, Nation und Religion. Ah, genau. Also das kann ich auch bestätigen. Ich kann mich erinnern, wir hatten so Anfang der 1990er Jahre haben wir immer vor dem Janmashtami-Fest in München ein großes Programm auf den Marienplatz veranstaltet. Das, damals waren die Detis Sri Sri Radha Madan Mohan, die waren noch auf Simhachalam. Und dann haben sich viele Devotis so ein paar Tage vor Janmashtami in München getroffen. Und da wurde dann eine Bühne aufgebaut. Und als ich dorthin kam das erste Mal und mich der Welt so als auch äußerlich als Hare Krishna präsentiert hatte, da fiel mir dann auf, es kamen dann auch oft Leute zur Bühne, die Fragen gestellt haben und man merkte, oh, das sind so richtige Katholiken, so mit voller Inbrunst. Und die haben immer, fast immer, sehr respektvoll sich erkundigt und du kamst mit denen tatsächlich ins Gespräch. Es waren vernünftige Gespräche und ich habe gemerkt, weil sie selbst so ernsthaft waren in ihrer Religion, konnten sie auch die Ernsthaftigkeit bei den Hare Krishnas, konnten sie die wahrnehmen und haben das gespürt, hey, mit diesen Leuten kann ich mich wirklich über Gott und transzendentale Themen unterhalten. So, und das, ich muss sagen, in Norddeutschland, das ein bisschen mehr so protestantisch ausgerichtet ist, ist das wesentlich schwieriger gewesen. Da habe ich wesentlich öfters Sätze gehört wie, ihr wisst schon, dass es nur einen einzigen Weg gibt. Und ich bin die Wahrheit und das Leben und was weiß ich nicht alles. Und ihr alle seid auf dem Holzweg. Also das habe ich dort in den nördlicheren Gefilden oder in den protestantischen Gefilden, gibt es glaube ich auch in der Schweiz viele Protestanten, habe ich das stärker wahrgenommen, dass man da nicht so schnell auf einen Nenner kam. Und ja, das ist nur so eine Beobachtung.
Und wie du eben sagtest, wenn wir wirklich uns mit der Essenz des Gottesbewusstseins beschäftigen und da auch eine Erfahrung machen, dann können wir das auch bei anderen Menschen erkennen, die vielleicht aus einem anderen Kulturkreis oder mit einer anderen Tracht da auftauchen. Ja, genau. Danke für deine Ergänzung. Und damit können wir gerade schließen mit dem letzten Punkt. Damit keine Spaltung innerhalb der Religionen entsteht, ist es wichtig, den Kern, die Essenz der einzelnen Konfessionen zu erkennen. Prima. Dankeschön. Ja, sehr interessant. Ram Gopal Prabhu, was sagst du dazu? Ja, ich bin sehr überrascht, weil gestern, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so schnell damit gerechnet. Ich war gerade dabei, meine Hand heben zu wollen und habe das sortiert, was für mich dieser Vers mit sich bringt. Ja, so, also ab dem zweiten Absatz beziehungsweise Enden, oder Prabhupada erwähnt immer oder sehr oft das Wort Vipra, was so den Karmakanda-Teil der Veden beinhaltet. Und tatsächlich habe ich gestern mit meinem besten Freund darüber gesprochen, ob man nicht aus ein Zweig von League of Yogis politisch werden sollte, eine Partei zu gründen. Also wir werden das jetzt prüfen, weil der ist da total gut drin und der gründet auf vedischem Wissen. Ja, also er ist jetzt nicht so, als Geschäftsmann hat er nicht so die Zeit, jetzt Runden zu chanten oder sowas. Er hat aber einen wunderschönen Altar zu Hause mit Radha Krishna und ganz schön, und das ist auf jeden Fall auch ein zentraler Mittelpunkt, aber so von seinem Interesse her bewegt sich das mehr in diesen Karmakanda-Teil, weil er das einfach interessant findet und weil er daran interessiert ist, das vedische Wissen mehr in einen Fokus zu richten, weil er natürlich, wie wir alle sehen, dass, wie sagt man das, das Volk leidet, und zwar sehr. Es leidet sehr. Und das kommt stark aus der tamassischen aus den tamassischen Lebensumständen, ob das jetzt politisch ist, wirtschaftlich oder eben sozial, ist ein ganz starker Einfluss von Tamas so zu erkennen. Und sagen wir mal, so die Brahmanas haben noch nicht wirklich, oder die Vaishnavas haben noch nicht wirklich die Plattform, um ihr Dharma, also Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, sozusagen präsentieren zu können. Wir machen das, aber das ist sehr schwierig in Deutschland. Also wir wissen das alle. Man wird ignoriert. Oder sogar, hört man mich? Ja. Genau, man wird entweder ignoriert oder noch, wollte schon sagen, noch schlimmer, als Spinner abgekanzelt teilweise. Genau. Und so wenn jetzt da habe ich wirklich drüber nachgedacht die letzten Tage. Und also nachts vor allen Dingen auch, mir kommt dann immer sowas so in den Träumen so vor, und dann bin ich so halb wach und durchdenke das alles. Und dann habe ich so gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Auf der einen Seite beschäftige ich meinen lieben Jochen im hingebungsvollen Dienst, indem er eben auf dieser Vibra. Ich bin wirklich erstaunt, dass das jetzt hier Prabhupada so in einen Tag später schon über eine Erläuterung mir klar macht. Also ich habe dann einen ganz anderen Blickwinkel jetzt auf einmal, also nicht meinen Blickwinkel,
sondern ich sehe jetzt, dass diese Gedanken in der Nacht doch echt aus einer anderen Tiefe kommen und nicht aus der Vorstellung meines Geistes sozusagen. Und ich meine, ich persönlich möchte jetzt damit auch nicht so viel zu tun haben, aber wir versuchen einfach alle Möglichkeiten irgendwie auch in Betracht zu ziehen. Und Prabhupada bestätigt hier die Wichtigkeit dessen, eben so vedisches Wissen ins Land zu bringen, weil einfach für die meisten es nicht möglich ist, eben das Brahmanische oder Vaishnava-Tum in die Tat umzusetzen. Und das entspricht wiederum so die Vielschichtigkeit der Bhagavad Gita, diesen Raum zu eröffnen, auf eine andere Art und Weise Vorstellung zu geben. Also ich bin ja auch ein Fan davon, wenn die Kirche mal anfangen würde, Vater Unser ein bisschen mehr auseinander zu pflücken oder die 10 Gebote oder sowas, weil dann kommt man automatisch in dieses Vibra-Brahmanische rein, ja, eben sattwisch zu handeln. Und das ist eine Notwendigkeit hier. Wir gehen hier gerade unter, ja, also was so die Erscheinungsweisen betrifft. Die Fluten der Tamas haben uns fest im Griff. Ja, und lässt uns spielt mit uns in den Wellen sozusagen der tamassischen Lebensweise. Also das ist mir gekommen, entschuldigt, wenn ich da jetzt so außerhalb des Themas was ihr besprochen habt, beziehungsweise Saraswati, aber das war so intensiv für mich jetzt, hat mich geistig so mitgenommen, eben diese Botschaft von Prabhupada, die da für mich so drinne steckt. Genau, also das ist mir auch aufgefallen. Srila Prabhupada macht hier auf den feinen Unterschied, er sagt es auch, ist ein geringer Unterschied zwischen den Vipras und den Brahmanas. Sie gehören schon beide unter dem Dachbegriff Brahmanas. Wir haben ja die Brahmanas, die Kshatriyas, Vaishyas und Shudras. Aber der geringe Unterschied, von dem Srila Prabhupada hier spricht, ist, dass die Vipras, sie sind eher so fachkundig, wenn es um materielle Angelegenheiten geht. Also das muss sich noch nicht zwingend mit transzendentalen Themen befassen, wohingegen die Brahmanas im wahrsten Sinne des Wortes, man hört es eigentlich schon, sie beschäftigen sich mit dem Brahman, mit spirituellen Tätigkeiten und Themen. Im Grunde genommen ist das so gegliedert. Ja, so die Vipras nehmen den materiellen Teil, die Brahmanas so Brahman, Paramatma, Bhagavan, und die Vaishnavas Bhakti. Ja, kann man so sagen. Genau. So, ja. Also das ist interessant. Gelehrte sind also erstmal Vipras. Muss aber noch nicht bedeuten, dass man jetzt von denen direkt etwas über Krishna hört oder über die spirituelle Seele. Aber es ist sehr hilfreich, was man dort schon zu hören bekommt, so für das normale Leben, und hilft dann auch, dass man dann auch schneller auf transzendentale Themen zu sprechen kommt. Ja, dann wird hier noch von diesen drei Kandas gesprochen. Karma Kanda, das sind die fruchtbringenden Handlungen. Da sind eben die Vipras auch sehr fähig drin. Die können uns erklären, welchen Halbgott du verehren kannst, mit welcher Zeremonie, um dann zu gewünschten Ergebnissen zu kommen. Da sagen die handfesten Brahmanas und besonders die Vaishnavas, ja, du kannst aber auch direkt Krishna verehren, die höchste Persönlichkeit Gottes. Dann werden sich sowieso alle deine Wünsche als spirituelle Seele erfüllen, die aber dann auch von spiritueller Beschaffenheit sind. Ja, und so sehen wir hier also, dass diese Brahmanas und Vipras, lass uns nochmal uns vergegenwärtigen,
in welcher Szene wir uns hier gerade befinden. Nämlich der frisch geborene Parikshit wird jetzt sozusagen der Welt vorgestellt, der vornehmen Welt des Königspalastes, zu dem aber nicht nur Adlige gehörten, sondern es wurden eben auch diese Vipras und Brahmanas und Rishis, diese Weisen, die wurden eingeladen und von ihnen wurde jetzt gehört, mit so einem zukünftigen Kaiser haben wir es also zu tun. Und der König dann, er hat dann diese Gelehrten auch belohnt. Das hören wir hier auch in dieser Erläuterung. Also die mussten ja auch leben von etwas. Und so war es in der vedischen Kultur so, dass zum Beispiel die Kshatriyas, die haben den Brahmanas dann so Gold gegeben oder Kühe, was sie so brauchten. Hier ist auch wieder interessant, die Brahmanas haben dann kein Reichtum angehäuft, obwohl da sehr schnell vieles zusammenkommen könnte, weil die oft Spenden bekommen haben und Geschenke bekommen haben. Aber um da wieder auf euer Thema vom Minimalismus zurückzukommen, die haben dann alles, was zu viel wurde, das haben sie dann gleich wieder weiter verschenkt oder geschaut, wo ist wirklich Not am Mann. Oder sie haben es den Kshatriyas wieder zurückgeschenkt und gesagt, ihr kommt damit besser, ihr könnt das besser managen. Aber der Geist war immer, dass die Brahmanas versorgt werden mit allem, was sie brauchten. Also die brauchten sich nie Gedanken machen, wie werde ich den nächsten Tag über die Runden kommen? Und so konnten die sich also ungestört von unnötigen Existenzängsten, konnten die sich also mit diesen Wissenschaften dann auch beschäftigen und konnten dann dadurch diesen großen Dienst dann auch für die Bevölkerung erweisen. Ja, wir können ja mal kurz ins Chatfenster hier schauen. Die Chichakti, genau, und wir wollen ja unseren Bhagavad Gita-Vers gar nicht aus den Augen verlieren. Wir haben noch eine Viertelstunde. Wir gucken ganz kurz ins Chatfenster. Die Chichakti sagt, Prabhupada sagte, wobei da kann man drüber diskutieren, ein Devoti ist nicht politisch. Wir chanten und beten für das Wohlergehen der alterungsbedingt, dass sie Krishna-Bewusstsein annehmen können, also Bücher verteilen. Alterungsbedingt ist eingefügt worden, mal wieder von der blöden Worterkennung. Für alle, egal wo, für alle beten wir. Okay. Also, genau. Also, ich würde das jetzt nicht so allgemein sagen, dass die Devotis jetzt auf keinen Fall politisch sein dürfen. Und Prabhupada im Srimad Bhagavatam, da gibt es so viele Bereiche, wo es auch um Politik geht oder um eine bessere Regierungsform. Eigentlich sind wir da schon. Das Thema, dass zum Beispiel Brahmanas vom Staat versorgt werden sollten, ist eigentlich ein politisches Thema. So, und wir sollten halt Krishna-bewusst politisch sollten wir an die Sache herangehen, nicht weltlich politisch. Dann kommen wir, wie wir sehen, auf keinen grünen Zweig. Von den Leuten gibt es schon genug, die versuchen, ohne Gott, ohne Gottesbewusstsein politisch irgendetwas zu erreichen. Das geht meistens schief, weil der eine sieht es so, der andere so. Und Gott ist nicht der Mittelpunkt. Gottesbewusstsein ist nicht der zentrale gemeinsame Nenner. Dann lese ich mal weiter. Wenn ein Devoti sich dazu berufen fühlt, politisch etwas zu bewirken, sagt der Sinisha, dann ist das wohl wünschenswert. Man sollte sich eher nicht mit Politik beschäftigen, wenn es das eigene spirituelle Leben negativ beeinflusst. Ja, genau. Also in dem Moment, das ist meine Erfahrung, auch wenn Devotis
plötzlich ihr eigenes Gottesbewusstsein auch ein Stück weit vergessen und dann wie alle anderen sich mit einem rein politischen Thema beschäftigen, dann ist meine Beobachtung, dass es dann sich tatsächlich negativ auch für das eigene spirituelle Leben auswirkt. Aber wenn man es schafft, mit einem beständigen spirituellen Bewusstsein, mit einer Sichtweise an solche Themen heranzugehen, hat Srila Prabhupada zum Beispiel oft gemacht, hat sich auch mit Leuten aus der Politik auch mal unterhalten. Da gibt es eine Unterhaltung mit einem Polizeipräsidenten in Chicago, wie man Kriminalität bekämpfen kann. Dann ist das möglich. So. Prima. Ich würde sagen, Ram Gopal, wir schauen uns noch mal den Bhagavad Gita Vers 4.11 an, es sei denn, du hast noch etwas ganz Wichtiges zu sagen, zu dem besprochen. Ja, einzuwenden, dass dieses Vipra oder diese Vipras, die befinden sich ja im System, in diesem vedischen System. Und dadurch ist es geschützt. Das bedeutet, gleichzeitig sind auch Brahmanas und Vaishnavas sozusagen in der Nähe, die beratend zur Verfügung stehen. Ja, oder das System an sich bringt automatisch, wie wir das durch die Bhagavad Gita erfahren, zu tieferer Erkenntnis. Und wir wissen ja, dass so erstmal eine sattvische Lebensweise ganz praktisch ist, um spirituelles Wissen überhaupt annehmen zu können, den Raum im Herzen schaffen. Also im Grunde genommen ist es ein System, wenn man politisch wird, was jetzt natürlich nicht, sagen wir mal, so irgendwie so dieses, was weiß ich, Grüne oder DKP, was es da alles gibt, so beinhaltet dieses gottlose Geschehen. Das ist es nicht. Wenn sich jemand mit den Veden auseinandersetzt, dann ist da ja schon ein tieferer Schatz anvisiert. Ja, also dann ist das ja klar, die 10 Gebote oder so, was für uns als christliche Tradition ganz wichtig ist, das wird schon verstanden. Das ist also sozusagen eine spirituelle orientierte Politik, die da angestrebt wird und nicht einfach so jetzt was Gottloses. Also ich meine, ich hätte keinen besten Freund, wenn der gottlos wäre. Also das macht ja keinen Sinn, sozusagen, sondern da werden ja andere Themen diskutiert, aber trotzdem ist es auch unsere Aufgabe, die Neigung einer Person zu erkennen, eines Gottsuchenden oder Vertiefenden, ja, und ihn in diesen Neigungen zu beschäftigen. Das ist ganz wichtig, dass man das so mit bedenkt. Ja, so, was nützt das, wenn ich versuche, meinen Freund als Koch zu inspirieren, aber immer, der immer so über so sein politisches Engagement nachdenkt. Ja, das wird dann ein Zapchi mit nicht so einem Liebestaste. Ja. Aber wenn er sein politisches Engagement so verfolgen kann, so wie in dieser Vipra-Geschichte, und dann kocht, dann wird seine Hingabe wieder in das Essen gehen und nicht sich vermischen oder so. Das wollte ich nochmal so anerkennen. Weil das ist wirklich so, ich sehe das als Krishnas Arrangierung, dass ihr mir dieses Ding jetzt direkt nach gestern, weil gestern haben wir das besprochen, dass wir uns das mal überlegen wollen, wie wir sowas etablieren können oder ob das Sinn macht. Und heute kommt da schon die Erklärung dafür. Ja. Vergesst nicht, die Tempelglocke zu läuten und zu abonnieren. Prima. Genau. Würde ich sagen. Ja. Wir schlagen nochmal zum Abschluss. Schlagen wir nochmal. Oh, der wird sogar eingeblendet. Was für ein Luxus.
Wir können uns den hier mal auf dem Bildschirm anschauen, den Vers. Und da heißt es in der Bhagavad Gita 4.11: Yeyatamam prapatyante tangstataiva bhajamyaham mama vatmanuvartante manushya partha savashaha. Und wir sehen hier das Wart. Das deutsche Wort Pfad kommt von Wart, liegt auf der Hand. Und die Übersetzung lautet: Martina, magst du mal die Übersetzung vorlesen? Ja, gerne. Alle belohne ich in dem Maße, wie sie sich mir ergeben. Jeder folgt meinem Pfad in jeder Hinsicht, o Sohn Pritas. Ja, dieses jeder folgt meinem Pfad in jeder Hinsicht. Martina, du kannst es wieder ausblenden. So, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. So wie ich das verstehe, da bin ich sehr von überzeugt, ist, dass es nur eine Straße gibt, die auf Krishna sich zubewegt oder sich, wenn wir in die andere Richtung gehen, also wenn wir uns umdrehen und in die andere Richtung diese Straße gehen, bewegen wir uns von Krishna weg. Aber es gibt nur diese eine Straße. Wir können nichts unabhängig von Krishna unternehmen. Selbst uns von ihm abzuwenden, geht nicht unabhängig. Da gibt es keine eigene Straße, sondern es gibt nur die Straße Krishnas oder den Pfad. Und es liegt nun an uns, ob wir diese Straße in Richtung Krishna gehen oder von Krishna weg. Und so sagt Krishna, jeder folgt meinem Pfad oder jeder fährt auf dieser Straße in jeder Hinsicht, entweder auf mich zu oder von mir weg. Und ich weiß nicht genau, ob ich da richtig liege, aber hin und wieder entsteht bei mir der Eindruck, dass dieser Vers so verstanden wird, für mich falsch, dass man dann sagt, ja, alles, jeder Pfad, den du beschreitest, der führt irgendwie zu Krishna. Und das ist meiner Meinung nach nicht mit diesem Vers gemeint. So yatatat pata, da gibt es so ein vedisches Sprichwort, egal was du machst, du kommst zum Ziel. Das ist kein vedisches Sprichwort, das ist so ein Mayavadi-Sprichwort. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass dieser Vers nicht immer ganz optimal verstanden wird. Ram Gopal Prabhu, das sind so meine Gedanken zu diesem Vers. Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Und jetzt, wo du das gesagt, deine Betrachtung so gesagt hast, da ist mir so gekommen, ich bin der Meinung, wir bewegen uns auf Krishna zu, auf diesem Pfad, ja, diese eine Pfad. Und wenn wir uns umdrehen, dann denken wir gehen zurück, aber eigentlich bewegen wir uns auch auf Krishna zu, weil dieses Zurückgehen, das passiert ja auf der geistigen Ebene, nicht auf der spirituellen Ebene. Haben jetzt in unserem Weg, wir sagen, wir gehen mal zurück. Ja, so haben wir irgendwie eine Prüfung übersehen oder nicht richtig verstanden oder sowas in der Art und bekommen diese Chance, das zu wiederholen. Weil das ist so im Leben. Ja, wenn wir irgendwie eine Prüfung nicht schaffen, dann wird uns das so lange vorgesetzt, bis wir das auf der, sagen wir mal, psychologischen Ebene so gebacken kriegen. Ja, das kommt immer wieder, karmisch kommt das immer wieder auf uns zu. Das bedeutet also quasi, wir denken, wir drehen um und gehen zurück, aber eigentlich erledigen wir nur da unsere Hausaufgaben, um dann in Anführungsstrichen wieder
vorwärts zu gehen. Aber dieses Vorwärts und Rückwärts ist sowas wie, also ich respektiere natürlich total deine Betrachtung, aber das ist so wie ein materielles Konzept. So, aber dieses gibt es eigentlich nicht auf der Ebene der spirituellen Seele. Und insofern ist es für mich die Betrachtung, dass es immer vorwärts geht. Aber das ist transzendentales Wissen. Ja, so, das kann in aller Vorsicht zu allen nicht von jedem so verstanden werden, weil wir sehen ja, wie schwierig es ist, überhaupt in der Gesellschaft Menschen zu finden, die verstehen, dass alles, was uns passiert, eine Prüfung ist auf dem Weg zurück nach Hause. Ja, das ist ja, also, okay. Ich weiß nicht, wie viele Jahre oder ich habe 3 Jahrzehnte daran gearbeitet, um diese Betrachtung der Dinge so zu haben. Und beides ist richtig. Das passiert ja auch oft auf der transzendentalen Ebene oder auf der spirituellen Ebene so, dass beide Betrachtungen richtig sind. Genau, wenn wir die Erläuterung jetzt mal ein bisschen genauer studieren würden, wo wir nicht die Zeit haben, so, dann sehen wir, dass alle Möglichkeiten vorhanden sind. Ganz individuell, wie man das für sich betrachten mag. Ja, selbst die Yogis werden hier erwähnt. Genauso wie in diesem einen Absatz, zum Beispiel zu den spirituellen Planeten wird keine Möglichkeiten gegeben, und so weiter. Ja, da ist auch dieser Weg zurück mit integriert in dem, ich belohne jeden in dem Maße. Ja, das muss man dann dazu sehen. Ich belohne jeden in dem Maße, wie sie sich auf diesem Weg verhalten. Ja, und wenn ich ernsthaft bin und meine Prüfung erledigen will, erkenne, dann kriege ich die Unterstützung von Krishna. Und wenn ich das nicht will, wozu ich ja meine individuelle Entscheidung haben kann, dann muss ich halt die natürlichen Konsequenzen aus meinem Nichtwillen akzeptieren. Also das wir jetzt mal so in ganz schnellen Worten, weil das ist echt ein wirklich umfangreiches Thema. Und das kann man nicht so in 3 Minuten mal kurz abhandeln, denke ich. Okay, also wenn ich versuche das mal richtig zu verstehen. Ich sehe, Ram Gopal Prabhu, ich sehe da einen Unterschied. So wie ich dich verstanden habe, angenommen, ich will einen Führerschein machen, das ist mein Ziel. Und ich scheitere bei der ersten, so ist das bei mir passiert, ich scheitere bei der ersten Fahrprüfung. Aber ich will zum Ziel. Dann sagt mir der Fahrlehrer und der Fahrprüfer, ja, Sie müssen jetzt noch mal 10 Unterrichtsstunden machen und dann können Sie zu einer Wiederholung antreten. So habe ich das dann auch gemacht. Aber mein Ziel war immer noch ausgerichtet. Ich wollte diesen Führerschein machen und so habe ich dann diese Schleife noch mal gemacht. Und wenn ich den beim zweiten, also bei der zweiten Wiederholung, wenn ich das wieder nicht geschafft hätte, hätte ich wieder noch mal 10 Unterrichtsstunden durchnehmen müssen und dann zu einer dritten Prüfung antreten können. Und so bin ich also immer in dieser Schleife, bis ich endlich diese Prüfung bestehe. Und dann komme ich auf das nächste Level. Und dann kommt vielleicht, wenn ich dann einen anderen Führerschein mache, Klasse 1 ist, glaube ich, LKW oder Motorrad, dann kommt das nächste Level. So weit, so gut. Aber es gibt auch solche, die sagen, ich breche das Ganze ab. Ich breche den ganzen Vorgang ab und ich gehe einfach in die andere Richtung. Dann hat das für mich nichts mehr mit einer Wiederholung zu tun, sondern dann steigt man direkt aus. Und ich gebe dir darin recht, dass in dem Moment, wo wir uns auf das Ziel zubewegen, gibt es Stellen, wo wir auch mal scheitern und die Sache nochmal machen müssen. Und dann nochmal
wie du es gesagt hast, nochmal den Weg des Anlaufens zurückgehen müssen, um wieder anlaufen zu können, um dann über irgendetwas rüber zu springen oder etwas zu bewältigen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir sagen, ich will das gar nicht, ich will gar nicht zu diesem Ziel und ich will auch gar keine Prüfungen bestehen. Deshalb gehe ich einfach direkt in die andere Richtung, in die Dunkelheit. So verstehe ich diesen Vers. Dann wende ich mich von Krishna ab. Und dann gibt es natürlich, darüber hatten wir am Anfang dieser Sendung gesprochen, die Möglichkeit, dass die materielle Welt, das materielle Leben uns dann früher oder später so sehr zusetzt, dass wir doch irgendwann mal, es kann vielleicht hunderte von Leben dauern, uns sagen, hey, ich komme ja einfach in der materiellen Welt nicht auf den grünen Zweig. Ich leide am laufenden Band in allen möglichen Lebensformen. Jetzt habe ich wieder die menschliche Lebensform. Wie war das jetzt nochmal mit Religion, mit Spiritualität? Lass mich das nochmal genauer anschauen. Vielleicht gibt es da doch irgendwo eine Lösung für mich. So, das wäre dann die ganz große Schleife, aber die wünscht sich keiner. Das kann wirklich bedeuten, dass wir Hunderte und Tausende von Leben, sogar in niederen Lebensformen, verweilen müssen. Das ist für mich dann keine Option, wo wir sagen, naja, dann, das ist auch ein spiritueller Weg, da musst du halt nochmal diese Schleife machen. Das ist eine ganz grauenhafte Schleife und die ist unendlich lang, kann man fast schon sagen. Und diesen Unterschied würde ich doch gerne im Auge behalten, Ram Gopal. Also was du sagst, das ist für mich immer noch jemand, der das Ziel anvisiert und dann hin und wieder merkt, hier bin ich gescheitert, nochmal zurück, nochmal anlaufen und dann kann ich über den Bock rüberspringen, wie im Sportunterricht. Aber es gibt, wie gesagt, auch den anderen, der sagt, das will ich gar nicht. Ich will gar nicht dieses Ziel erreichen. Ich will genau in die andere Richtung. Ja. Ja, das wird ja in der Erläuterung auch erwähnt, was dann vorgesehen ist. Hm. Dann dreht man halt diese Runden nochmal. Ja. Aber trotzdem bleibt man ja eine spirituelle Seele, ja, die ganz automatisch auf dem Weg zurück ist. Also, weil ich das jetzt in Erinnerung habe, erklärt Prabhupada, dass das, sobald man aus der spirituellen Welt rausfällt, ist man automatisch auf dem Weg zurück. Also nicht erst jetzt irgendwie dieses oder jenes, sondern sobald wir draußen sind, aus Goloka Vrindavan oder Vaikuntha oder was immer. Ja, du sagst, wir sind dann automatisch auf dem Weg zurück. Genau. Ich sehe erstmal so, wir sind erstmal auf dem Weg weg. Genau, weil wir uns Millionen von Leben, wie Prabhupada das in der Einleitung der Bhagavad Gita erklärt, im materiellen Bereich bewegen, weil wir nicht wollen, weil wir nicht erkennen wollen oder weil wir die Möglichkeiten nicht erfassen, die uns gegeben werden. Aber trotzdem bleiben wir auf dem Weg zurück. Okay. Ich meine, das ist eine weite... Ich finde das sehr großzügig ausgedrückt von dir. Wenn jetzt jemand sagt, ich treffe ihn auf der Straße mit Srila Prabhupads Büchern zum Beispiel und er sagt, nee, die Bücher möchte ich nicht und ich gehe heute Abend auf ein Techno-Festival und schieße mir die Nadel in die Vene und von Gott will ich nichts wissen. Und morgen überlege ich vielleicht, ein Attentat in der Schule zu machen. Irgend solche Sachen erzählt er mir. Dann würde ich zu ihm nicht sagen, ja, das ist dein Weg zurück, alles klar. Ne? Nee, ich würde dann sagen, hey, du bewegst dich im Eiltempo vom Ziel weg. Du gehst genau in die andere Richtung. Ja, das ist mein Weg zurück. Das wäre für mich viel zu großzügig. Da stimme ich dir total zu.
Ja. Aber es ist die Shastra und Prabhupada. Das darf man, also wie gesagt, ich sehe das wirklich zweigleisig. Ja, natürlich bewegen wir uns, also wenn wir jetzt mal die Zeit rausnehmen aus dem Ganzen, aus der Betrachtung, ja, dann, wenn wir das aus einem riesigen Rahmen betrachten, und ich glaube, Satchinanda Swami hat das auch mal anhand eines Auf und Abs beziehungsweise einer Wendeltreppe beschrieben. Ja, so dass wir gehen nicht in diesem Auf und Ab. Aber stopp, Ram Gopal, du hast dich dann immer noch entschieden, die Wendeltreppe raufzugehen. Und klar kommst du immer, darüber hatten wir vor der vorletzten Folge drüber gesprochen, angenommen, du hast so eine Wendeltreppe mit einem Geländer und kommst immer an demselben Bild vorbei, dreimal. Aber beim ersten Mal ist das Bild oben, dann gehst du die Wendeltreppe weiter, dann bist du mit dem Gemälde schon auf Augenhöhe, dann gehst du nochmal eine Runde weiter, dann siehst du das Bild schon unterhalb deiner selbst. Das heißt, du kommst mit einem, sagen wir mal, mit einem Problem oder mit einem Thema wiederholt in Berührung, aber weil du die Wendeltreppe insgesamt nach oben gehst, ne, gehst du jedes Mal mit diesem Problem etwas anders um. Du siehst, du kannst es schon ein bisschen anders betrachten und irgendwann hast du es überwunden. Das setzt aber voraus, dass du dich entschieden hast, die Wendeltreppe nach oben zu gehen. Du kannst aber auch die Wendeltreppe nach unten gehen. Und das ist immer noch Krishnas Wendeltreppe. Also du kannst diese Wendeltreppe nicht verlassen. Das ist, was ich mit diesem, was Krishna hier mit diesem Vers uns sagen will. Wir können seinen Pfad, seine Wendeltreppe nicht verlassen, aber wir sollten doch, finde ich, bitteschön, noch den Unterschied zwischen aufwärts gehen wollen und abwärts gehen wollen, den sollten wir unterscheiden. Das ist nicht, dass jemand, der nach unten geht, dass wir dem dann zurufen, naja, du kommst auch nach oben, das ist halt deine Schleife oder so. Nein, der geht erstmal nach unten und zwar so lange, bis er, das kann viele, viele Leben dauern, bis zur Mikrobe heißt es, da gibt es einen Vers in der Brahma Sanghita, vom Indra bis zum Indra Gupta, das ist die kleine Mikrobe. Das kann sein, dass der da ganz runter geht, bis zu einer Mikrobe und den ganzen Riesenzirkel des materiellen Daseins, furchtbar, den nochmal durch und dann irgendwann nach 8.400.000 Lebensformen irgendwann wieder die menschliche Stufe erreicht, um sich dann hoffentlich die Frage zu stellen, wenn er zum Beispiel mit Devotis in Kontakt kommt, vielleicht sollte ich die Wendeltreppe doch mal nach oben gehen. Aber das müssen wir wirklich unterscheiden. Das ist nicht dasselbe wie jemand, der nach oben geht und ab und zu an derselben Schwierigkeit wieder vorbeikommt und dann nochmal anlaufen muss. Diesen Unterschied, finde ich, sollten wir ganz klar hier auch benennen. Aber sonst, Ram Gopal, sonst wird das so ein Wischiwaschi. Sonst hört man irgendwann schnell so Sachen wie alles geht. Ne? Du kannst auch dein Mikrofon verehren. Das ist auch Krishna. Alles ist Krishna. Du kannst auch aus dem Fenster springen. Das ist auch Bhakti-Yoga. Solche Leute gab es schon, die solche Philosophien aufgestellt haben. Das nennt sich dann so, alles ist eins. Egal, was du machst, du kommst zu Gott. Da sagen wir ganz klar, und das, also ich höre das nicht aus den Shastras heraus und von Srila Prabhupada, dass wir solche Aussagen so verstehen wollen am Ende. Also, darf ich da auch ganz kurz was sagen? Ein kleines Statement? Ja. Ja. Also, ich denke mal, dass hier auch der freie Wille nicht so richtig berücksichtigt wird.
Freier Wille bedeutet, ich kann mich entscheiden. Ich kann mich auch entscheiden, für ewig in dieser materiellen Welt zu genießen. Das ist meine freier Wille, den mir Krishna gegeben hat. Und wenn ich mich in dem Moment, wo ich mich für die Ewigkeit entscheide, hier zu genießen, ist das meine Entscheidung. Dann ist keine Frage mehr, dass ich dann zurück zu Krishna gehe. Ich weiß nicht, ob man das versteht, worauf ich hinaus will. Ja, du hast die freie Entscheidung, den Pfad in Richtung Krishna zu gehen oder den Pfad in die andere Richtung, dich weg von Krishna zu bewegen. Und wenn ich mich weg von Krishna bewege, dann bewege ich mich nicht auf Krishna zu. Also es hängt von meinem freien Willen ab, ob ich mich dann irgendwann wieder entscheide, auf Krishna zuzugehen. Aber wenn ich diesen freien Willen nicht wieder anwende, um auf Krishna wieder zuzugehen, weil das untersteht ja meinem freien Willen, ob ich das möchte oder nicht. Und wenn ich das nicht möchte, dann, und das kann ich auch ewig nicht wollen. Ne? Ja. Theoretisch schon. Ja, theoretisch schon. Und von daher ist es keine Garantie, wenn ich jetzt schlechte Erfahrungen mache und irgendwann, dass ich dann irgendwann sage, oh, jetzt habe ich die Nase voll, ich kann nicht mehr, ich muss mich jetzt wieder Krishna zuwenden. Ja, das ist nicht garantiert. Das ist nicht garantiert. Garantiert ist es nur, wenn wir uns wirklich Krishna wieder zuwenden, wenn wir uns frei dafür entscheiden. So, und unser freier Wille erlaubt es uns, auch ewiglich hier zu genießen. Es ist nicht automatisch, dass wenn wir die schlechten Erfahrungen machen, dass wir automatisch dann irgendwann wieder zur Einsicht kommen. Das ist nicht garantiert. Und der Pfad, das ist Krishnas Energie. Wir können uns innerhalb von Krishnas Energie überall hin bewegen. Das unterliegt unserem freien Willen wieder, aber der Pfad ist halt Krishnas Energie. Entweder Maya oder seine innere Energie. Das ist alles Krishna, das ist alles Krishnas Pfad. Und wir können uns jetzt auf Krishnas Pfad der Maya hinzubewegen oder auch seine innere Energie uns zubewegen. Ja, und das unterliegt wieder unserem freien Willen. Es ist eigentlich ganz einfach und logisch. Es gibt keine Garantie, dass wir, wenn wir Maya folgen, dann wieder nach Krishna zurückkommen, weil das ist ja genau das Entgegengesetzte. Und das ist, wie Parameshraya Prabhu sagte, eine Mayavadi-Ansicht. Ne? Alles führt zu Krishna, egal, alles ist Krishna. Es gibt kein Maya. Maya ist eigentlich nur Illusion, das existiert gar nicht. Das finde ich dann schon sehr problematisch auch, wenn man so denkt, dass alles zu Gott führt. Ne? Dann wär auch Mord und Raub und alles wäre gerechtfertigt. Ne? Man könnte sagen, ja, nach dem Prinzip der Notwendigkeit. Ne? Und irgendwann komme ich auch zurück zu Krishna. Und das ist, finde ich, ganz gefährlich. Also, Bhaktivinoda Thakur sagt, dass irgendwann tatsächlich jede spirituelle Seele irgendwann zurückkommt. Ja? Ja, hoffentlich, ja. So. Bhaktivinoda Thakur hat es mal gesagt. Aber es kann Milliarden von Leben dauern. Und das ist, finde ich, darüber habe ich ja jetzt auch ausführlich gesprochen, das ist für mich nicht. Das sollte man nicht als den Weg zurück bezeichnen. Das ist der Weg, der wirklich vor den wir uns tatsächlich sogar fürchten sollten. In derselben Bhagavad Gita sagt Krishna, dass wenn wir schon ein bisschen Fortschritt machen auf diesem Pfad des Krishna-Bewusstseins, kann uns das vor der größten Gefahr bewahren. Und diese größte Gefahr ist, dass wir unsere menschliche Lebensform verlieren in einem späteren Leben und überhaupt nicht mehr die Möglichkeit bekommen, höhere spirituelle Themen zu verstehen, weil wir so tief im materiellen Dasein gefangen sind. Und das ist diese größte Gefahr, ist nicht das, was wir als eine andere Rückkehr, ein anderer rückkehrender Weg zu Gott ist das eben. Nein, das ist etwas, wovor wir uns fürchten sollten. Diesen Weg sollten wir niemals einschlagen und jeden auch, der da auf die Idee kommt, lass mich doch mal nochmal das ausprobieren, lass mich nochmal dies in der materiellen Welt ausprobieren, den sollten wir warnen. Nein, das ist nicht der Weg zurück zu Gott. Das kann dir sogar passieren, dass du dadurch in tierische Lebensform abgleitest.
Und dann bist du da erstmal Millionen von Leben, erstmal als Ameise und als, was gibt es da alles, als Hase und als Goldhamster unterwegs. Und das ist nicht der Weg zurück, das ist erstmal der Weg weg. Also, ich bin damit nicht so ganz zufrieden, weil ein Unterschied gemacht wird zwischen dualistischer Betrachtung, also wir sind ja hier in diesem Universum, duale Welt und spirituelle Welt, aber ich bin spirituelle Seele und die Bhagavad Gita macht mich darauf aufmerksam, spirituelle Seele zu sein. So für, sagen wir mal, so alle diese Kategorien, die jetzt so hier erwähnt worden sind, Mayavadis und so weiter, ja, das bewegt sich alles in dem dualen Bereich. Ich habe das aber von dem transzendentalen Bereich gesehen, nämlich, dass ich spirituelle Seele bin. Und da ist für mich dieser Weg, also diese Erkenntnis, spirituelle Seele zu sein, das muss man ja erstmal erreichen. Ja, also ich will mich da jetzt nicht irgendwie so als eine Ausnahme betrachten, aber das ist sehr rar. Und auch sehr gestaffelt, ganz viele wissen, dass sie Seele sind, aber haben eigentlich kein Wissen darüber, was es bedeutet. So, wenn, und ich bin ja davon ausgegangen, dass wir hier in einem Rahmen von Devotees das diskutieren und den Vers betrachten und nicht in einem globalen, universellen Rahmen, der jetzt alle Varianten offen lässt. Also das war für mich irgendwie so. Das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen zu oberflächlich betrachtet. Und auf der Seelenebene, und das sage ich jetzt nicht, sondern das frage ich, wie funktioniert denn diese Betrachtung dieser Vers auf der Seelenebene? Weil das ist das, was wir ja versuchen zu verwirklichen, auf der Seelenebene zu sein und nicht in diesem dualen Bereich verschiedener philosophischer Betrachtungen oder so uns bewegen, sondern auf der Seelenebene. Das ist das, was Bhagavad Gita uns lehrt. Wie ist das auf dieser Ebene zu verstehen? Also Ram Gopal Prabhu, ich denke, wir, da können wir uns ja einigen, dass wenn wir den Weg bewusst einschlagen, ich möchte zurück in die spirituelle Welt, dass es da Momente gibt auf unserem Weg, wo wir an etwas scheitern. Eine Prüfung bestehen wir nicht. Das falsche Ego ist noch zu groß. Wir können die Demut noch nicht aufbringen. Und dann führt uns Krishna nochmal an dieselbe Stelle und hofft, dass wir dann beim nächsten Anlauf da mit mehr Fachkenntnis, mit mehr Entschlossenheit, mit mehr Demut auch uns auf diese Prüfung nochmal zubewegen und sie dann hoffentlich dann überwinden. Da sind wir ja auf einer Wellenlänge, Ram Gopal. Das ist in Ordnung. Manchmal muss man den Weg wieder zurückgehen, um nochmal anzulaufen. Und wenn jetzt jemand, angenommen, ich bewege mich jetzt auf Krishna zu und jemand kommt mir entgegen und es stellt sich heraus, der will jetzt nicht in die andere Richtung, nein, der will einfach nur 20 Meter an mir vorbeigehen, um nochmal dann mit neuen Anlauf, dann sage ich zu dem natürlich, hey, mach das, geh noch mal zurück, jo, mach noch mal den Anlauf. Das ist natürlich was völlig anderes. Da gehe ich mit dir mit, da stimme ich mit dir überein. Das ist ein anderes Zurückgehen oder in die andere Richtung sich bewegen als jemand, der bewusst sagt, ich will mit Krishna-Bewusstsein überhaupt nichts zu tun haben. Und diesen Unterschied, den wollte ich hier, dass wir den auf dem Radar behalten, dass das nicht ein gleiches Zurückgehen ist. Nein, der eine geht nur zurück, um neuen Anlauf zu nehmen und der andere geht richtig zurück, also der geht richtig weg von Krishna. Und da kann es eventuell Milliarden von Leben dauern, bis der
auf den grünen Zweig kommt. Ram Gopal Prabhu, ich würde vorschlagen, wir schlafen darüber nochmal ein, zwei Nächte und dann können wir uns nächste Woche nochmal dann zu einer Fortsetzung zu diesem Thema hier treffen, weil jetzt auch wirklich der zeitliche Rahmen weit gesprengt wurde. Bist du damit einverstanden? Ist doch auch mal schön, dass wir hier mit einer Meinungsverschiedenheit, die sich bestimmt demnächst klären lässt, hier mal auseinandergehen und wir uns die Zeit nehmen, uns darüber noch mal Gedanken zu machen. Hare Krishna. Ich bedanke mich an alle, die heute hier wieder mit dabei waren. Und ja, ab und zu gibt es auch mal eine Debatte im Krishna-Bewusstsein. Da habe ich schon einiges erlebt. Und wir können ja zum Abschluss noch einmal den Hare Krishna Maha Mantra chanten.